sagt uns freundlicherweise ein paar Sachen aus der Perspektive des sogenannten ehemaligen Occupy oder wie man diese Bewegung, die wir hier in Berlin haben, auch nennen mag. Ganz wichtige Worte, hört bitte. Ja, hallo. Eigentlich wollte ich eher was sagen insgesamt aus deutscher Sicht. Ich finde es sehr zu kritisieren, wie besonders in linken Kreisen eigenartige Theorien teilweise entwickelt werden, wo dann besonders eben aus antiimperialistischen Kreisen die Interpretation da ist, dass Russland ja so sehr den Weltfrieden schützt und dass Aktionen gegen das russische Regime dann vielleicht bedeutend sind mit irgendwelchen Geheimdienstaktionen und sonstige Geschichten. Und da sieht man dann, wie eigentlich ein Spalt dann weltweit durch Aktivisten getrieben wird dadurch und viele sich auch von sowas aufhetzen lassen. Und ja, ich finde, da sollten viele Leute sich mal Gedanken machen, ob es nicht sinnvoller wäre, solidarisch mit anderen Aktivisten zu sein, anstatt immer diese Sicht auf die Welt zu haben, als wenn alles nur ein Schachspiel wäre und es nur ein Spiel der Mächtigen ist, wo man sich dann positionieren muss, wo es dann nur Gut und Böse gibt, das tut meiner Meinung nach die Wirklichkeit zu schlecht abbilden und es ist problematisch, wenn Aktivisten hier sich sehr schnell dann auf die Seite von anderen Mächtigen schlagen und das sehe ich auch als nicht besonders ehrlich an, wenn man hier selber gegen die Regierung protestiert, sich dann mit anderen Regierungen zu solidarisieren. Da sieht man an dem Fall Pussy Riot, das ist sehr beispielhaft meiner Meinung nach. Und auch deswegen ist das wichtig, weil das die Augen öffnen sollte, inwiefern man oft dann auch wieder sich spalten lässt und eben von Machtinteressen beeinflussen lässt. Ja, das nur ein paar kurze Worte dazu.